wollten. Die zwei Besuche waren verloren, die sind aber. Aber die Hoffnung gibt man zuletzt auf. Was will man? Das ist ja das. Die Hoffnung gibt man niemals auf. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Lemmy machen wir. Lemmy! Also gut. Mensch da. Dann erzähl den Lemmy halt nochmal. Ach Gott. Ich wusste ja damals überhaupt nicht, wer das ist. Ne? Das war in der Anfangszeit von Bob Zock. Und da ist der Peter Harrasin zu mir gekommen. Und der Lemmy hat die Overkill-LP gerade rausgebracht. Und da war ich natürlich der richtige Ansprechpartner. Und Harrasin hat gesagt, ich den hocke jetzt eine Stunde mal zu dir. Ne? Der ist ganz unterhaltsam und so. Und wenn du flachsen willst, dann sagst du, du bist der Einzige, der mehr schnupft als er. Na klar, willkommen in den Club. Ne? Guter Flachs, sag ich euch. Ja, und ich war halt so blöd und hab's gesagt. Ne? Zum Glück war ich, was ja schon ist, journalistisch macht man sowas ja nicht. Aber ich war einfach zu faul, das irgendwie, also normalerweise stellt man die Frage auf Englisch und dann sagt man Deutsch nochmal, was man gefragt hat. Ne? Dann antwortet der auf Englisch, dann sagt man, was der auf Deutsch dann, was er geantwortet hat. Wir haben einfach Englisch geredet. Und mit Lemmy reden, muss ich ehrlich sagen, ist nicht so seins gewesen, was du, ne? Allerdings so, wie soll ich sagen, und dann noch das Englisch dazu, ne? Also es war wenn grenzwertig. Naja, auf jeden Fall hat mich dann natürlich der Hafer gestochen und habe gesagt, Lemmy, weißt du eigentlich, dass ich der Einzige bin, der mehr schnupft als du? Oh, das war ein Fehler, glaube ich. Großer Fehler. Ich meine, es war alles am Air, ne? Irgendwie. Und jedes Mal, wenn die Musik dann gelaufen ist, hat er gesagt, wir müssen es machen. Duell! Zehn kam auf den Tisch und der Flasche Zeggy, Zeggy. Da waren wir schon sehen, wer war. Ich habe mir gedacht, oh Gott. Wahnsinn! Ja. Bin gleich zusammen, Alter, ey! Und dann hat der Harras ihm noch gesagt, boah, Alter. Was ja auch lustig war. War ich nach der Sendung vorne ins Hotel, Hotel Merkur war das, glaube ich, in der Bahnhof. Ja, und der Lemmy hat halt der Ruhe gegeben. Irgendwie, und ich habe mir gedacht, naja, mir kann eigentlich nichts passieren. Ich keine 10 Kamera, keine Flaschen Jack Daniels. Ne? Und dann habe ich zum Lemmy gesagt, okay, ich fahre jetzt ins Hotel. Das Duell müssen wir verschieben. Ich habe nichts. Dann habe ich gesagt, you might not have anything. But I have something. Hat einen Beutel am Tisch gekriegt und ich habe mir gedacht, oh Sonny, was soll das hinführen? Ich muss schon mal kranken. Das führe ich dann direkt ins Hotel. Und es lief dann halt so ab. Er zwei Lines, ich eine. Und das war Hammerstoff. Ne? Und es ging dann bis früh um 4, 5 Uhr. Also ich war so drauf, dass ich eigentlich, also im Hotel selber habe ich gedacht, naja, zum Glück, ich glaube, ich kann schlafen. Ne? Und in dem Moment, wo ich rauskomme, bin an die frische Luft, dachte ich, ich kann fliegen. Ne? Ja, voll, Alter! Super! Dann war der Lemmy dann am Schluss. Und dann gesagt, you are a good boy. I love your radio show. You do something for rock and roll, but always remember, you might be the nose king of Nuremberg, but I am the nose king of rock. Yes, I am. Geil. Aber glaubt ihr eigentlich die ganze Geschichte? Ich schon. Super. Ich, ja, und den Zeit Zeug hatte ich die Brenn, die schwerste. Ich weiß auch gar nicht, wie der nächste Tag dann war. Der war... Nee. Soll ich nur die Geschichte von der Erika Berger erzählen? Ja!